Muss hier so viel Plutonium sein. Ja, natürlich, natürlich. Oh Gott, ein ganz kleiner Hüpfer. Müssen wir tatsächlich jetzt immer abwarten erstmal. Aber das hat sich gelohnt auf diesem Planeten. Definitiv. Bisher. Iridium immer noch, okay. Das Rote ist also scheinbar immer Iridium. Das letzte Mal war es auch in der Farbe. Früher war es, glaube ich, auch mal in diesem grünen Ton wie Emeril. Aber kann sich natürlich auch wahrscheinlich von Planet zu Planet ändern oder anders sein. Wie weit sind wir noch weg? 40 Sekunden? 1,21. Ach, scannen wir mal die lokale Fauna. Flora. Fauna sind wir schon durch. Die Etarium. Interessant. Knagium. Usiokit. Ja, ich hoffe, das ist die letzte. Ja, okay. Ach, da oben sind wir Plutonium. Oh. Da ist Temerium. Ich mag diesen Planeten. Der gefällt mir gut. Oh, ich habe jetzt. Oh nein. Ich bin getötet. Herzloser Bastard. Also, nächste Reise geht dann erstmal auf unseren Planeten. Dann bieten wir all den Leuten mal ihre Sachen an, die sie haben wollen. Schön. Wir kommen hier wieder, wenn wir was brauchen. Ich bleibe erstmal dann hier. In dem System. So. Oh, natürlich auf Piraten warten. Wir haben viel zu viel wertvolle Fracht, als dass wir uns jetzt vom Himmel holen lassen würden. Nicht, dass wir es sowieso jemals machen wollen würden. Oh. Zurück. Können wir sogar das Kurizagen und so einladen. Ah nee, stimmt, das ist ja gar nicht so schlimm, das Kurizagen. Aber das kann denn irgendwas so kacke war. Vorhin habe ich gesagt, das ist das Kurizagen gewesen. Es tut mir leid.
Aber das war ein, in Anführungszeichen, angenehmer Survival-Planet, weil man Sachen dabei hatte zur Verteidigung. Oh, ich weiß, wir sind nicht auf dem Weg zur Raumstation, aber die Richtung stimmt. Und guckt euch diesen pinken Himmel an. Nee, rosa eher. Also ein bisschen von beidem. Rosa, pinker Himmel. Och was. Also Eisen werden wir auch wiederholen müssen. Können wir auf unserem Planeten ja easy. Ne? Gar kein Thema. Was kriegen wir jetzt eigentlich für den Kram? Ich habe schon wieder vergessen, was die uns anbieten, die Kollegen in der Base. Das ist ein langer Weg. Richtung ändern. Macht er nicht. Fuck you. Diese kleinen Zeitfresser hier zwischen könnten uns tatsächlich ziemlich teuer zu stehen kommen. Okay, werden sie nicht mehr. Gut. Finde ich auch gut, dass man nicht mehr alle Rohstoffe, das sind ja vorher nicht auch nicht alle gewesen, nicht die meisten Rohstoffe auf einem Planeten findet. Auch schon. Finde ich interessant. Finde ich gut. Bringt es natürlich auch nochmal, bringt es natürlich auch so ein bisschen, macht es so ein bisschen schwieriger. Jetpack, natürlich, es lädt sich ja nicht auf. Okay. Reise. Raummann, naja, egal. Mit Terminus wird hergestellt. Das dauert ja so eine Zeit, ne? Kriegen wir gleich wieder eine nette Begrüßung von unseren Kollegen hier. Ist keine Begrüßung, ist ja nur System. Aber trotzdem. So, du wolltest du den Kupferdraht oder was wolltest du haben? Ah ne, Schaltplatten. Richtig. Und für Schaltplatten, genau, brauchte er erstmal das Rigogen. So war das. Ne, er brauchte Kupferdraht. So, schon gut. Für Polyfaser. Mach ich aber nicht nochmal sowas. Das ist mal eine Ausnahme. 3 Stück. Ansprüche stellen hier, ey. Die wollen für uns arbeiten, aber wir müssen alles beschaffen, ne? Wir bieten denen Haus und, ne? Das ist... Ah, dafür brauchen wir den Kram. So, was hast du jetzt? Temerium. sehr schön. Säure. Energiezellen.
Ach, da müssen wir bestimmt auch irgendwie noch eine Energiezelle für irgendwen herstellen. Ja, Isoliergel, bitte. Das meine ich, dafür brauchen wir das Mordit. Und? Huch. Hallo. Beim Anbau im Freien, das geht auch. Okay. Was macht der denn? Ich will noch mal kurz gucken. Thamium, Kohlenstoff und nur Timmer. Ach so. Wahrscheinlich Timerium dann herrscht. Oh, ich wollte fragen, was wir da noch haben. Antrium. Ja, okay. Na gut. Dann gucken wir erstmal, dass wir. So. Hier drin, was haben wir hier? Genau das Zeug. Hä? Habe ich das? Hä, haben wir zweimal? Warte mal. Ah ne, das Korrizogen ist im Schiff. Hat gefragt. Okay. Oh. So, jetzt. So, ich jetzt wir brauchen eine. Genau. Hab ich. Ach so, habe ich im Schiff gelagert gehabt. Eine autonome Bergarbeit. Okay. Perfekt, hier sind die Bobblin für deine automatische Bergbau Einheit. Kupferdraht, Isoliergel. So, okay. Brauchen wir eigentlich, was sollen wir damit? Noch nicht. Erst wenn wir hier Tycoon von allem werden. Sowas willst du als nächstes? Ja, das stimmt. Ha, nice. Ausgezeichnet, sind die Baupläne. Ich werde alles vorbereiten, nur für den Fall, dass wir Gäste bekommen. Nice. 10 eisenfreie Platten, bist du bescheuert? Okay, wir werden versagen an sowas. Ach, für den sollten wir zu einer Ruine. Was sollen wir jetzt noch zusätzlich für den. Sollen wir es bauen jetzt, das Ding? Okay, Isoliergel. Na gut, dafür müssen wir aber erstmal die Ruine besuchen. Na gut. Ich weiß nicht, warum ich die nicht zusammenlager, aber.
Ein Antrium können wir auch eigentlich direkt besorgen. Ich glaube, das ist nachgewachsen, das meiste. Okay. 50 brauchen wir bestimmt wieder, ne? Ist einiges wieder nachgewachsen. Wir haben wieder ganz viel Antrium. Und zwar haben wir jetzt 85. Ging das schneller als beim letzten Mal gefühlt? Ich finde schon. Egal. Ich weiß nicht, woran es liegt. An dem anderen Mining Laser vielleicht. Keine Ahnung. Kommen wir von hier? Nö. Von da oben. Von hier. Irgendwo. Danach gehen wir die Ruhe. Kommt man nicht ordentlich hoch. Haben wir nicht gut gemacht. Öffne die Sch. Der wollte Antrium haben, ne? Ne, hoch, der Gärtner. Himmelswurz, ja, ja, Antrium. Du wirst es nicht bereuen. Himmelswurz kann verarbeitet werden, um dünnes, starkes Glas herzustellen. Nice. Kohlenstoff und Chorizagen. Können wir auch herstellen gerne. Was denn Dicotyl? Was? Ich hab keine dabei. Ach so, wir haben die gepflanzt. Ja, ja, ja. Candesium. Ja, super. Nein, danke. Wobei es lohnt sich vielleicht schon, dann schon doch irgendwann. Naja, so. Huch. Kohlenstoff brauchen wir noch, ne? 30 oder 40 waren das. Das war ein großer Kaktus. Der braucht doch lange. Nein, braucht er nicht. Was mit brauche lange meine ich, dauert lange zum abzubauen, damit wir viele Ressourcen rauskommen. Aber das war Quatsch. Also, in unser Labor. Was ist Labor? Aber? Oh, nice. Z.
Kohlenstoff. Noch mehr. Machen wir nochmal fix. Und dann gehen wir kurz zur Ruine. Und dann holen wir uns noch da vorne das Dings ab hier. Wie heißt es denn? Plutonium. Plutonium. Plutonium ist live. Plutonium ist love. Plutonium. Genau. Ist auf jeden Fall. Ist spät am Abend. Ihr müsst mir verzeihen, dass entweder die Worte nicht in meinen Kopf kommen oder sie in falscher Reihenfolge zusammengesetzt werden. Ja. Mehr habe ich zu meiner Verteidigung nicht zu sagen. Wenn es zerstört. So eine Pflanze, ne, die mir schon so viel Kummer bereitet hat. 6 Kohlenstoff bringen die nur, das ist nix. Ja, ich glaube, wir brauchen den Scheiß hier für. Ach ja, Mordit fehlt uns wieder. Ah, die anderen wachsen schon. Das kriegen wir daraus. Hat noch irgendwas? Okay, Eiweißperlen brauchen wir tatsächlich dafür. Rikogen haben wir. Aber wir werden irgendwann jede Pflanze hier stehen haben. Und von denen viele. Weil ich weiß, wie man hier richtig viel Geld machen kann. Hohohoho. Also wir brauchen theoretisch ganz viele von den Pflanzen. Von den Mordit-Pflanzen. Eigentlich reicht das noch lange nicht aus hier. Wir müssen das Schiff auf jeden Fall nochmal irgendwann umparken. Ah, wir haben keinen Zink mehr. Richtig, richtig. So, ab ins Schiff.